Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind gerade dabei, Hugo hinterherzulaufen. Und ja, dementsprechend, ne, rennen wir einfach weiter und... ich weiß nicht, wie man Leute rammt. Das halten und eh durchqueren. Oh Gott. Oh Gott. Pardon, Madame. Ich dachte, er... Wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt. Er ist auf jeden Fall, was ich in der nächsten letzten Folge meinte. Der Typ sieht aus wie Jake Gyllenhaal und er hat die Synchro. Da frage ich mich, ob er das auch ist. Also ob er quasi Modell für den Arno gestellt hat. Vielleicht ist es auch ein witziger Zufall. Ich weiß das nicht genau. Oh! Steh auf! Es fängt schon an wieder mit dem Schreien. Nicht rammen lassen. Von wem denn? Na also. Ja! Ein tummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Nee. Nee! Komm zurück! Hinterher! Der Kerl ist ein Dieb! Könnt ihr noch? Braucht ihr eine Pause? Wow, what the fuck? Okay, das hat nicht ganz funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wohin muss ich? Ich sehe den Krible. Oh, uncool. Uncool. Du kannst ja gar nichts. Kann ich mich irgendwo verstecken? Bitte! No, 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 ja, das ist sehr schön. Ich glaube, wenn wir in so einem blauen Kreis sind, sind wir safe. Puh. Was kannst du mit dir machen? Verbrauchst... Oh nein. Oh nein, bitte nicht, dass sie das wirklich eingefügt haben, oder? So, also wir können klettern und alles können wir schon. Müssen wir uns nicht nochmal beibringen. Wobei konnte der letzte auch. Nur bei Assassin's Creed 3 mussten wir das hier antrainieren. Ah ja, stimmt. Connor. Oder wie auch immer er hieß. Zum Anwesen von De La Serre gehen. Oh, scusi. Ach nee. Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich kann nur die italienische Version. Oh, qu'est-ce que c'est là? Ich gehe einfach mal rein, ne? Der ist betrunken. Das ist ein Schatz. Mit diesem Uplay-Konto ist kein Initiativ-Profil verknüpft. Mit einem initiatives Novizenprofil erhalten Sie Zugriff sowie Gedenkmantel und Artefakte sowie neue tägliche Übungen. Sie sind. Möchten Sie. Ja? Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte, bitte, bitte warten. Bitte, bitte, bitte. Ja, schön. Oh, schön. Wir werden. Also, einen Moment, ich muss mal eben was auf der Internetseite machen. Beziehungsweise, ich muss nichts machen, aber ich werde einfach auf die Internetseite. Ja, ich drücke E. Hallo. Truhe nur zugänglich für ihn ab Level 11. Och, ist das eine Scheiße. Wo ist dann die andere Truhe? Oh. Ach, hä, was habe ich denn jetzt? Diese Steuerung ist mir nicht geheuer. Ich will... Wo ist diese Truhe, Mann? Kann doch nicht wahr sein.
mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Ha! Markierung setzen? Oh, das hat ja funktioniert mit der Markierung setzen. Ich bin im höchsten Maße irritiert. Ich weiß auch nicht, wie diese Steuerung funktioniert. Und was mit denen hier los ist. Oh mein Gott, ein Haus! Nein, nein, ich will nicht ins Haus. Habt ihr hier eine Truhe gesehen? Kann man Türen aufmachen? Du mich auch. Du mich auch, ja, ja. Oder ist sie hier oben und ich bin einfach quasi dran vorbeigelaufen? Was ist hier? Ohne... Okay, wir spielen einfach mal die Hauptgeschichte weiter. Ne? Ich glaube, das ist besser, als wenn ich irgendwas anderes mache. Wohin muss ich? Ach, hier. Wohin muss ich? Bezirke San Luis mit einem Sims-Punkt. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Wir sind ein Mündel. Oh, das ist aber schön. Ist das etwa diese Elise? Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf mein Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. That face. Sequenz 1, Erinnerung 1. Erinnerung an Versailles. Erinnerung abgeschlossen. In Fortschrittsteige diese Erinnerung bewerten. Fortfahren. Drücken wir mal. Ich laufe gerade. Jetzt laufe ich nicht. Jetzt darf ich laufen. Das Village de Versailles. Ich kann übrigens alles wunderbar Französisch aussprechen. Also ihr werdet hier wirklich im Genuss der französischen Sprache kommen. In den Genuss der französischen Sprache. Ach, diese Zeitalter. Ich finde es schon ein bisschen schön, weil hier echt noch viel... Die Generalstände. Es ist eine dringende Nachricht für den abwesenden M. de la Monsieur de la Serre eingetroffen. Er muss gefunden werden und den Brief umgehend erhalten. So, geht man dahin. Hast du endlich rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Pferde striegeln finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist das so voll... zum Genießen. Die Kutsche könnte aber auch mal neu wieder, ne? Sieh,
Sire de la Serre, wartet! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Was gibt es, mon ami? Mein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Monsieur de la Serre! Halt! Pech gehabt. Muss wohl außen rumgehen. Macht Platz, macht Platz! Oh, drüben. Wie war das? Verdammt, macht langsam! Oh, Rampe! Ob die mich jetzt schneller vorbringt, ich weiß gerade auch nicht. Aber die Dächer laden sehr gut ein. Walnuss scheint in dieser Saison sehr in Mode zu sein. Wie kommst du denn auf Walnuss jetzt? Wer führt denn bloß diese Kutsche? Pelops? Was mache ich denn, wenn ich verkacke? Monsieur de la Serre! Mes excuses. Falsche Kutsche. Oh. Was ich brauche, ist ein Aussichtspunkt. Und jetzt willst du mal spontan zu der Kirche rennen. Le Miserable. Was ist ein Le Miserable? Le Miserable, hier spricht Sean. Mal aufgepasst, ich will das gleich aus dem Weg haben. Denn sobald jemand die Französische Revolution erwähnt, leuchten bei manchen die Augen und sie sagen, hört ihr die Leute singen? Das tun sie meistens in diesem seltsamen Tonfall, bei dem sie quasi gleichzeitig singen und sprechen und dann muss ich mir grauenhafte Interpretation dieses eines Liedes aus diesem grauenhaften Musical anhören. Ja. In solchen Momenten habe ich das Bedürfnis, mir die Hand in einer Tür einzuklemmen, damit ich an irgendetwas anderes denke. Die Französische Revolution, diejenige, in der du bist, hat 1789 angefangen. Verstanden? Les Misérables, der Roman von Victor Hugo, den später jemand zu einem Musical gemacht hat, und zwar jemand, der mich ganz eindeutig persönlich hasst und es darauf abgesehen hat, mein Leben in eine einzige schreckliche Hölle zu verwandeln, spielt in Paris in der Zeit zwischen 1815 und 1832. Es geht also um eine ganz andere Revolution. Hört auf, nach Jean Villiers zu suchen, alles klar. Er ist nicht hier. Auf jeden Fall ist mir Katz eh viel lieber. Das ist wesentlich glaubwürdiger. Okay. Achso, das zielen wollen wir nicht. Zack. Die Bäume haben sie natürlich auch wieder eingefügt. Ich glaube, das wird auch. Never ending story. Hallo. Hier ist eine blaue Truhe. Ich denke mal, blaue Truhen könnten wir auch aufmachen bestimmt. Aber ich bin ja gerade eh zu doof, die zu finden. Von daher laufen wir einfach weiter. Wer ist die Klettern? Ach, jetzt nicht mehr Parcours laufen. Jetzt ist nur noch... Wow, 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 wow. Kollege. Mal nicht so schnell. Schalt mal einen Gang runter. Und jetzt E drücken? Ja, das ist noch gleich geblieben zu allen anderen Teilen. In welcher Stadt sind wir eigentlich gerade? Das würde mich sehr interessieren. Weil letztendlich findet die Französische Revolution ja in Paris statt und das ist nur so ein kleine Stadt. Die Generalstände, 5. Mai 1789. Ach so. Da seid ihr ja. So. Ich möchte einmal noch mal kurz in die Optionen. Die Grafik. Grafikqualität. Sehr hoch. Hoch. Erweiterte Grafikoption. Umgebungstexturqualität, Schattenqualität. Blooming ist an. Okay. Was ist denn, wenn wir jetzt die Grafikqualität auf sehr hoch
machen. Mal gucken, ob wir da irgendwelche Einbußen haben. Warte, warte. Ach so, macht man das mittlerweile. Okay. Aber irgendwie finde ich, das ist toll, dass er von sich aus jetzt selbst runterklettern kann. Adlerauge. V drücken, um Adlerauge einzusetzen und die Wachen in der Gübung zu lokalisieren. Laufen die auch weiter? Ich warne euch, Bürger! Verpiss dich! Dann kommt ihr nicht weiter. I'm stuck. Früher konnte man noch in Deckung gehen. Achso, nein, das ist ja das Doofe. Hoppala. This was close. Oh Mann, ey. Also hier durchzulatschen ist jetzt ein bisschen behindert. Ich habe keine Ahnung. Wohin muss ich? Oh, warum geht er denn jetzt? Oh, ich wurde markiert, ich muss gehen. Zurück, oder ich verpasse euch einen. Das ist hier eigentlich so, sobald ich laufe, dass das Adlerauge wieder verschwindet? Ja. Ich binde euch die Ohren zusammen. Da ist eine Truhe. Aber ich glaube, die möchte ich jetzt nicht. Muss ich hier nicht rein? Oh. Psst. Das dürfte nicht. Verschwindet. Bonjour. Sind die auch Wachen? Keine Ahnung. Ach da. Sieht mir an, dezent leuchtet was golden auf. Und ich denke mal, wir müssen hier hin, ha? Meine Herren, der Tag, den mein Herz dabei schüttelt. Da redet jemand. Der dritte Stand. Das, meine lieben Freunde, das ist der dritte Stand. Während der erste Stand der Klerus und der zweite Stand der Adel waren, umfasste der dritte Stand alle anderen. Er bestand aus Bettlern, Bauern, Bürgern, Notaren, Ärzten, Anwälten, Handwerkern, Bankiers und sogar Gelehrte. Gelehrten, die damals ungefähr 96% der Bevölkerung stellten. Das soll wohl nicht heißen, dass 96% der Bevölkerung Gelehrte waren. Wenn doch, dann war das sicher eine schreckliche, nerdige Zeit. Ich wage mal zu behaupten, dass wir beide richtig gut in so eine Zeit gepasst hätten. In einem Pamphlet mit dem Titel Was ist der dritte Stand, das 1789 veröffentlicht wurde, schrieb sie es. Irgendwas geht gerade bei mir im Flur ab, deswegen war ich kurz mal. Was ist der dritte Stand? Alles. Was war er in der bisherigen politischen Ordnung? Nichts. Worum bittet er? Etwas zu werden. Ohne ihn kann man nichts schaffen. Und alles wäre so viel besser, wenn es die anderen beiden Stände nicht gäbe. Das habe ich im Geschichtsunterricht gemacht. Und die Folge ist vorbei. Ich danke herzlich fürs Zuschauen und wir gehen dann in der nächsten Folge weiter.